Teil 2 des 18. Kapitels. Der Graf Shuvalo hatte vollkommen recht, wenn er mir sagte, dass mir der Gedanke an Koalition böse Träume verursachte. Wir hatten gegen zwei der europäischen Großmächte siegreiche Kriege geführt. Es kam darauf an, wenigstens einen der beiden mächtigen Gegner, die wir im Felde bekämpft hatten, der Versuchung zu entziehen, die in der Aussicht lag, im Bunde mit anderen Revanche nehmen zu können. Dass Frankreich das nicht sein konnte, lag für jeden Kenner der Geschichte und der gallischen Nationalität auf der Hand. Und wenn ein geheimer Vertrag von Reichsstadt ohne unsere Zustimmung und unser Wissen möglich war, so war auch die alte Kaunitzsche Koalition von Frankreich, Österreich, Russland nicht unmöglich, sobald die ihr entsprechenden, in Österreich latent vorhandenen Elemente dort an das Ruder kamen. Sie konnten Anknüpfungspunkte finden, von denen aus sich die alte Rivalität, das alte Streben nach deutscher Hegemonie als Faktor der österreichischen Politik wieder beleben ließ, in Anlehnung, sei es an Frankreich, wie es zur Zeit des Grafen Beust und der Salzburger Begegnung mit Louis-Napoleon, August 1867, in der Luft schwebte, sei es in Annäherung an Russland, wie sie sich in dem geheimen Abkommen von Reichsstadt erkennen ließ. Die Frage, welche Unterstützung Deutschland von England in einem solchen Falle zu erwarten haben würde, will ich nicht ohne weiteres im Rückblick auf die Geschichte des Siebenjährigen Krieges und des Wiener Kongresses beantworten, es aber doch als wahrscheinlich bezeichnen, dass ohne die Siege Friedrichs des Großen die Sache des Königs von Preußen damals noch früher von England wäre fallen gelassen worden. In dieser Situation lag die Aufforderung zu dem Versuch, die Möglichkeit der antideutschen Koalition durch vertragsmäßige Sicherstellung der Beziehungen zu wenigstens einer der Großmächte einzuschränken. Die Wahl konnte nur zwischen Österreich und Russland stehen, da die englische Verfassung Bündnisse von gesicherter Dauer nicht zulässt und die Verbindung mit Italien allein ein hinreichendes Gegengewicht gegen eine Koalition der drei übrigen Großmächte auch dann nicht gewährte, wenn die zukünftige Haltung und Gestaltung Italiens nicht nur von Frankreich, sondern auch von Österreich unabhängig gedacht wurde. Es blieb, um das Feld der Koalitionsbildung zu verkleinern, nur die bezeichnete Wahl. Für materiell stärker hielt ich die Verbindung mit Russland. Sie hatte mir früher auch als sicherer gegolten, weil ich die traditionelle dynastische Freundschaft, die Gemeinsamkeit des monarchischen Erhaltungstriebes und die Abwesenheit aller eingeborenen Gegensätze in der Politik für sicherer hielt, als die wandelbaren Eindrücke der öffentlichen Meinung in der ungarischen, slawischen und katholischen Bevölkerung der habsburgischen Monarchie. Absolut sicher für die Dauer war keine der beiden Verbindungen. Weder das dynastische Band mit Russland, noch das populäre ungarisch-deutscher Sympathie. Wenn in Ungarn stets die besonnene politische Erwägung den Ausschlag gebe, so würde diese tapfere und unabhängige Nation sich darüber klar bleiben, dass sie als Insel in dem weiten Meere slawischer Bevölkerungen sich bei ihrer verhältnismäßig geringen Ziffer nur durch Anlehnung an das deutsche Element in Österreich und in Deutschland sicherstellen kann. Aber die Kossuth'sche Episode und die Unterdrückung der reichstreuen deutschen Elemente in Ungarn selbst und andere Symptome zeigten, dass in kritischen Momenten das Selbstvertrauen des ungarischen Husaren und Advokaten stärker ist als die politische Berechnung und die Selbstbeherrschung. Lässt doch auch in ruhigen Zeiten mancher Magyar sich von den Zigeunern das Lied »Der Deutsche ist ein Hundsfott« aufspielen. Zu den Bedenken über die zukünftigen österreichisch-deutschen Beziehungen kam der Mangel an Augenmaß für politische Möglichkeiten, infolgedessen das deutsche Element in Österreich die Fühlung mit der Dynastie und die Leitung verloren hat, die ihm in der geschichtlichen Entwicklung zugefallen war. Zu sorgen für die Zukunft eines österreichisch-deutschen Bundes gab ferner die konfessionelle Frage Anlass, die Erinnerung an den Einfluss der Beichtväter der kaiserlichen Familie, die Möglichkeit der Herstellung französischer Beziehungen auf katholisierender Unterlage, sobald in Frankreich eine entsprechende Wandlung der Form und der Prinzipien der Staatsleitung eingetreten wäre. Wie fern oder wie nah eine solche in Frankreich liegt, entzieht sich jeder Berechnung. Dazu kam endlich die polnische Seite der österreichischen Politik. Wir können von Österreich nicht verlangen, dass dasselbe auf die Waffe verzichtet,
welche es in der Pflege des Polentums in Galizien Russland gegenüber besitzt. Die Politik, welche 1846 dazu führte, dass österreichische Beamte Preise auf die Köpfe polnischer Insurgenten setzten, war möglich, weil Österreich die Vorteile der Heiligen Allianz, des Bündnisses der drei Ostmächte, durch ein adäquates Verhalten in den polnischen und orientalischen Dingen bezahlte, gleichsam durch einen Assekuranzbeitrag zu einem gemeinsamen Geschäfte. Bestand der Dreibund der Ostmächte, so konnte Österreich seine Beziehungen zu den Ruthenern in den Vordergrund stellen. Löste sich derselbe auf, so war es ratsamer, den polnischen Adel für den Fall eines russischen Krieges zur Verfügung zu haben. Galizien ist überhaupt der österreichischen Monarchie lockerer angefügt als Posen und Westpreußen der preußischen. Die österreichische, gegen Osten offene Provinz ist außerhalb der Grenzmauer der Karpaten künstlich angeklebt, und Österreich könnte ohne dieselbe ebenso gut bestehen, wenn es für die 5 oder 6 Millionen Polen und Ruthenen einen Ersatz innerhalb des Donaubeckens fände. Pläne der Art in Gestalt eines Eintausches rumänischer und südslawischer Bevölkerung gegen Galizien und der Herstellung Polens mit einem Erzherzoge an der Spitze sind während des Krimkrieges und 1863 von berufener und unberufener Seite erwogen worden. Die alten preußischen Provinzen aber sind von Posen und Westpreußen durch keine natürliche Grenze getrennt, und der Verzicht auf dieselben wäre unausführbar. Die Frage der Zukunft Polens ist deshalb unter den Vorbedingungen eines deutsch-österreichischen Kriegsbündnisses eine besonders schwierige.